Hier spricht Ustra, ihr seht eine weitere Folge, folgenreich mit Harvest Moon. Für den SNES, Dankeschön an Arzu, dass du diese Folge ermöglicht hast. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und mal schauen. Ach du liebe Güte, du hast ja nicht einmal genug Holz. Hör mir genau zu. Wir machen keine halben Sachen. Die Arbeit kann erst beginnen, wenn genug Holz vorhanden ist. Auf dem Schild kannst du lesen, wie viel Holz du für den Ausbau benötigst. Na dann, an die Arbeit. Okay. Ja, und wir sind wieder da, bei Baktunatschur. Zugeteiltes Land für den Anbau des Hauses. Benötigtes Material 250 Stück. Und woher zur Hölle hätte ich das wissen sollen? Ja, das hätte ich schon mal vorher... Das hätte ich mir mal sagen können, wo ich das finde. Wie viel Holz ich brauche. Also ich wusste da, dass ich Holz brauche. Aber wo ich das finde, wie viel Holz ich brauche. Da hätte man mir ruhig sagen können, wo das ist. Ne? Gut, haben wir drüber geredet. Reicht ja jetzt auch. Das ist unsere kleine Farm. Wir haben immer noch keine Ahnung, was wir als erstes machen sollen. Beziehungsweise... Nein, habe ich nicht. Okay, fuck. Das kostet Zeit. Ja, unsere erste Amtshandlung wird es wahrscheinlich sein, wenn wir weiterhin Harvest Moon für den SNES auch auf dem Kanal zeigen werden, hier in Folgenreich. Was soll unser erstes Nutztier werden? Das ist die Frage an euch. Und ja, wir haben hier eigentlich nur die großartige Möglichkeit, zwischen Hühnern und Kühen zu wählen. Und ein Huhn ist relativ günstig. Eine Kuh ist etwas teurer, gibt dafür aber auch dann teurere Produkte. Was es dann ist, was es dann wird, das möchte ich gerne eurer Fantasie überlassen. Oh, fuck. Kein Wasser. Aber das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dazu werde ich keine Abstimmung machen. Vielleicht doch. Ich mache dazu eine Abstimmung. Guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Das ist einfacher. Ihr wisst, Abstimmungen hier sind natürlich völlig kostenlos, sind zu erreichen über meine Website, über Umfragen oder einfach direkt über den Link in der Videobeschreibung. Und ja, ohne Anmelden, kostenlos mit abstimmen. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und dann wissen wir mehr. Gemeinsam mehr. Wie und was... hallo, Jaugi. Wie und was wir dann tun werden und lassen müssen. Oder so. Nicht? Ja, und ihr seht, das Spiel ist natürlich immer noch darauf ausgelegt, dass wir ohne Ende rennen müssen. Weil ohne Ende rennen... Nachmittag. Ohne Ende rennen müssen wir. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz wir haben. Das hätte man uns auch mal sagen können, wo wir das finden. Aber ich denke, das ist irgendwo... Ich denke mal, viel genauer wird die Aussage nicht. Also zumindest nicht von meiner Seite aus. Das ist irgendwo auf der Farm. Da haben sie einen Holzschuppen. Da kann man auch Holz rausholen, wenn wir neue Zäune machen und so. Also, das gibt es auf jeden Fall, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob hier die Zeit vergeht in der Stadt. Das wäre cool, wenn ich das rausfinde. Es vergeht Zeit. Oh, wow, vielen Dank. Hm, das riecht aber gut hier. Ja, wie deine Haare. Auf geht's. Also, es wird Nachmittag in der Stadt. Vielleicht ist es jetzt einfach nur Nachmittag. Aber wir haben wieder einer Frau was geschenkt. Wir müssen nichts weiter tun im Dorf. Wir gehen einfach mal, weil sich die Zeit dazu gerade mehr oder minder anbietet. Ich habe zwar jetzt, glaube ich, eine Axt mit, okay, und keinen Hammer. Möchte ich trotzdem mal eben hier vorne in die Höhle gehen und mal eben schauen, was diese Höhle für uns hat. Außerdem möchte ich gerne, glaube ich, eine Runde angeln. Kann ich nicht angeln? Schau mal wieder vorbei. Ich dachte, ich kann hier angeln, Mann. Naja. Ja, hier wollte ich reingehen, denn ich wollte mal schauen, was es hier so gibt. Beziehungsweise, wir sind nur so ein Stück reingegangen. Vielleicht können wir jetzt nochmal... Oh, da ist ein Powerberry. Was gibt's zu lesen? Achtung, Einsturzgefahr. Pff. Was bist du? Was bist du für ein magisches Kraut, was ich hier aufgehoben habe? Kann man das essen? Ist das giftig? Ist das gut? Ist es schlecht? Ist das Steve aus Long Island? Ich weiß es nicht. Merkwürdige Höhlenkräuter. Zumindest haben wir diese. Wir können sie natürlich nicht in die Truhe packen, weil die verderben sowieso, deswegen esse ich die jetzt einfach mal. Glaube ich. Na, ich... Pack dir mal die Truhe, was weiß ich. Was weiß ich denn schon? Anscheinend nicht viel, sonst hätte ich das gelöst, dieses Rätsel.
Ich weiß, es ist ohne Ende dunkel, aber der Tag war so semi-erfolgreich. Und jetzt möchte ich gerne, um den Tag abzuschließen, einfach noch ein bisschen Holz hacken. Denn das ist so eine der ersten Amtshandlungen, die ich immer persönlich ganz gerne mache. So dieses ganze Holz vom Grundstück runter, denn ist auch noch was zur Hölle. Ja, das ist einfach so eine Sache von, das muss ich gemacht haben. Wenn ich nicht alles Holz irgendwie in den ersten paar Tagen wegkriege und ich habe eine ganze Menge Harvest Moon gespielt damals und ich habe das relativ oft durchgespielt, immer mal mit verschiedenen Gegebenheiten, auch eins von den wenigen Harvest Moon Spielen, wo ich dann auch mal andere Frauen hatte und so, einfach mal um zu gucken, ob es doch Unterschiede gibt, außer nur die Haarfarbe. Aber hier muss ich sagen, vielleicht soll ich es nicht verraten, keine Abstimmung und irgendwie, für die vielleicht in der Zukunft kommen werden. Ich weiß nicht, was mit diesem Projekt passieren wird. Ja, aber meine Lieblingsfrau, ich weiß deren Namen, ich weiß ihren Namen, ich sage einfach nur, die tüftelt gerne an Dingen rum. Und die mag ich total gerne. Ich weiß nicht warum, aber dieses, was sie dann tut, wenn man mit ihr verheiratet ist, ist ganz witzig und. Oh, hinsetzen. Okay, alles klar. Dann haben wir wieder ein bisschen Holz geschafft. Hier sind nochmal drei, aber es wird immer weniger. Das ist wunderbar. Meiner Meinung zumindest. Am nächsten Tag werden wir mal versuchen, dass wir noch eventuell noch ein bisschen mehr Geld rausschöffeln. Ich weiß, wir müssen noch jede Menge Geld auch ranholen. Wir müssen gucken, wann die nächsten Ernten kommen. Wir müssen gucken, ja, wir müssen noch so viele Sachen einfach tun. Zum Beispiel den Wetterbericht angucken für den nächsten Tag. Das habe ich ja wieder nicht gemacht. Regenfälle, die über den ganzen Tag bleiben. Daugi! Komm! Kein Wetter für einen Hund. Du gehst rein. Das kann ich nicht verantworten. Geh mal schön jetzt da rein. So. Wo habe ich denn meine Gisi? Da habe ich Gisela, die gute Gießkanne. Oh Gott, jetzt muss ich von hier ganz hinten das Ding holen. Oh, Rübe 1. Rübe 2. Man wird auch im Laufe des Spiels, finde ich persönlich, die Lernkurve ist hier so relativ schön. Man, am Anfang, ja, dann streut man da das erste Mal sein Saatgut aus. Meistens ist man davon überrascht, dass es gleich 9 Felder sind. Wirft sowieso was weg. Weiß das dann aber, dass es 9 sind. Das wird dir nichts erklärt. Und gerne auch das mit dem Aufheben der Saat, der Ernte. Wann man schon anfangen kann, die Sachen hochzuheben, wann man losläuft, all solche Sachen, die dann auch ein bisschen Zeit sparen. Ich denke, Zeit sparen ist das Größte, was man hier bei diesem Projekt irgendwie beachten sollte. Unter anderem, dass man auch nicht zu viel Felder gießt. Obwohl man hinterher natürlich Hilfsmittel hat, ohne Ende, die dann schon helfen, viel auf dem Feld zu machen. Und gerade das finde ich auch so interessant, gerade an diesem Harvest Moon Teil. Man hat dieses, wie nenne ich das mal? Also, man merkt am Anfang des Spiels auf jeden Fall, dass unser wunderbarer Bauer, ist heute Sonntag? Sonnabend, das ist Samstag, okay. Weil hier heißt der, Tag, nicht Sonntag, sondern Sonnabend. Okay, also das sind keine Kräuter, die man essen kann, die wir da unten in dem Höhlenmeister gefunden haben. Oh, Mittag. Den wir dem Höhlenmeister gefunden haben. Wir gucken mal, ob jetzt die Kirche auf ist. Ich bin mir nicht sicher, ob Sonnabend ist oder Sonnabend Sonntag oder Samstag. Eins von den beiden Tagen wird es zumindest sein. So viel kann ich schon mal verraten. Könnte wirklich Sonntag sein. Holy Bible. Besten Dank, das sieht köstlich aus. Die Stille der Kirche verleiht mir innere Kraft. Hör auf die Worte des alten Predigers. Hallo. Nicht alles ist entweder falsch oder richtig. Richte deine Taten nach den höheren Maßstäben aus. Es liegt an dir. Geil, selbst spielen Orgel übrigens. Die Kirche hat natürlich wieder für nichts Geld, ne? Außer für ewig levierende LED-Kronleuchter und für eine Orgel, die selber spielte. Ereignisse des Jahres. 1. Frühling, 23. Frühling ist das Blumenfest.
Gibt nicht so viele Festivals, habe ich das Gefühl. Wir haben 800 Coleros, ist auch nicht viel. 800 Coleros, nix haben wir. Kein Geld, keine Frauen, kein Pferd. Heute geschlossen, also es ist wirklich Sonntag. Sonnabend ist Sonntag. Okay, das ist gut zu wissen. Und am Montag ist krasser Sturm. Wir gehen jetzt mal weiter Holz hacken. Wir gehen jetzt mal gucken, wie viel Holz wir haben. Das war ja gerade nochmal eine Frage, die ich fast schon wieder verdrängt habe. Und das müsste hier stehen. Fast. Hier. Oh, wow, wir haben 198 Holz. Wir sind viel besser dabei, als ich dachte. So, hier haben wir schon alles Holz gehackt. Wir sind so fleißig auf unserem Feld. Das ist super cool. Muss ich wirklich sagen, also... Wenn wir was haben, dann ist es auf jeden Fall Fleißbienchen. Ganz viele Fleißbienchen-Sticker. Für deine Ware gebe ich dir 480 G. Oh. Na, da habe ich mich jetzt bewegt. Und dann hat der Dialog da reingeschnitten. Jetzt haben wir natürlich super viel Ausdauer verbaselt. Einfach wegen nix. Das Spiel ist schuld. Wollte ich natürlich sagen. Ich bin natürlich nicht selber an sowas schuld. So, Dille. Aber wir haben gleich, glaube ich, alles Holz vom Feld. Und dann haben wir, glaube ich, auch die 250 fast schon zusammen, um das erste Mal das Haus aufzuwerten. Und wenn wir das noch im Frühling anfangen könnten, ich weiß ja nicht, ob das Geld kostet. Oder ob das hier einfach so ein Gefälligkeitsdienst ist von den Brothers da, von den Mad Brothers oder wie die auch immer heißen mögen. Ich glaube, das war's. Holz dann. Das heißt, wir können die Axt mehr oder minder auch erstmal zu Hause lassen. Gefällt mir natürlich sehr gut hier. Schön. Es gibt keine Übersicht für das Feld. Man muss also immer rüberlatschen, um zu sehen, was gerade Phase ist. Aber sieht relativ fertig aus. Das heißt, wir können als nächstes zum Stein anfangen, mit dem Hammer. Und auch dort dann, ich gehe mal davon aus, dass wir die meisten der Steine wegreißen werden, weil Zaun würde ich höchstwahrscheinlich aus Holz machen. Hier unten, das sieht natürlich nice aus mit den Steinen. Vielleicht werde ich das weiter mit Steinen machen, so ein Stück zumindest. Eventuell, dass man dann sagt, ja, okay, man kann hier so vielleicht sich so kleine Scharten hier machen. Ich weiß nicht, ob die Steine hier als Dreck zählen oder nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist. So, aber nett aussehen tut's. Das Problem an den Steinen, gerade bei diesem Spiel, man kann über Steine nicht springen. Also anders wie bei Back to Nature haben wir hier nicht die Möglichkeit, dass Steine einen, ja, einen natürlichen Zaun darstellen, sondern wirklich auch ein Hindernis. Und das ist natürlich hinderlich. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen hier von Harvest Moon. Ja, wie gesagt, ja, ne, stimmt ab. Schaltet das nächste Mal wieder rein, falls es noch weiter Harvest Moon geben würde. Ich denke schon, dass es das geben wird. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr selber folgenreich Folgen machen könnt, dann schaut auch in der Videobeschreibung nach, wie man Ustrahler bekommt. Und dafür könnt ihr dann folgenreich Folgen euch wünschen. So ungefähr ist das. Bis zum nächsten Mal. Ciao.